gewesen sein. Da könnte man wahrscheinlich jahrelange therapeutische Sitzungen machen, um das rauszufinden. Es ist nicht wichtig, wenn es ihm plötzlich gut ging. Damit will ich nicht sagen, dass es Dinge irgendwie versteckt bleiben sollen. Aber dort war es nicht wichtig. Es war wichtig, dass der Mut wieder kam und dass es geheilt war. Diese Angst war in dem Moment geheilt. Und das war das, was ausschlaggebend war. Ich würde jetzt auch gleich gerne, Sie haben ja alle schon eine Reise heute gemacht, ich möchte aber auch lieber gerne mit euch noch eine Reise machen, weil es, glaube ich, viel wichtiger und interessanter ist, diese Reise zu machen, als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit erzähle. Für euch anstrengend und für mich dann vielleicht auch. Und damit ist nicht wirklich das gezeigt und gesagt, was eigentlich so eine Reise ausmacht. Ich mache so Reisen manchmal auch mit Trommeln. Normalerweise mache ich auch noch eine Räucherzeremonie vorher. Darf man aber hier nicht, habe ich gehört. Kommt vielleicht die Feuerwehr. Und ich mache manchmal, also mit Trommeln, und die Reisen manchmal auch einfach ohne Trommeln. Und begleite mit einer kurzen Entspannungsphase und hole dann die Leute irgendwann einfach wieder zurück, so wie ähnlich wie mit der Trommel, nur ohne Trommel. Es gibt dort keine Regeln, es gibt ein paar Dinge, die möchte ich vorher einfach nochmal sagen. Ich werde eine Entspannungsphase mit euch einleiten und dann werdet ihr ein Tier suchen, sage ich gleich noch was zu. Und dieses Tier wird dann gefragt, was es braucht. Sich bedankt, dass es da ist. Das gebe ich aber alles dann noch während der Reise mit rein. Es gibt noch ein paar Dinge, also man muss nicht sehen. Manche Leute sehen ganz stark in ihrer Imagination was. Andere haben das Gefühl, dass etwas da ist. Dann gibt es wieder welche, die sagen, da ist nichts, die mir danach erzählen oder auch in Einzelsitzungen, da ist nichts, ich habe nichts gesehen. Dann sage ich, geh auch zu dem Nichts, frag das Nichts oder das Schwarze, wie immer das ausgedrückt wird, was es von dir braucht in dem Moment. Frag es, was es von dir braucht, vielleicht kannst du mit ihm tanzen oder irgendetwas. Frag, was es von dir braucht, und oftmals verschwindet dieses Nichts oder zieht ein Vorhang beiseite und es kommt plötzlich das, genau das, was gerade kommen muss. Aber wenn das Nichts in dem Moment da ist, dann ist es auch ein Freund, der vielleicht jetzt gerade da sein muss, warum auch immer. Normalerweise finden diese Reisen natürlich im Liegen statt, wo man möglichst bequem sein kann, aber das geht natürlich im Sitzen auch. Gibt es vor der Reise noch irgendeine Frage? Vielleicht habe ich irgendetwas, was irgendjemand noch wissen möchte vorher. Wir werden jetzt ein Tier bereisen, da sage ich gleich nochmal was, weil die Chakra-Tiere, das wäre dann doch etwas, eine etwas längere Sache, weil also wenn ich die Reisen so mache, wenn ich zum Beispiel eine Einzelreise mache, weiß ich nie, wie lange es dauert. Also es kann passieren, dass man nach 20 Minuten seine Reise oder die Reise von den Tieren, also ich beende die normalerweise nicht und auch nicht der reist, sondern die Führer sind die Wahren. Ich bin zum Beispiel, ich halte eine Lampe vielleicht, aber ich bin nicht der Führer. Der Führer ist in jedem selbst. Die einzigste Weisheit, die existiert, die ist in jedem Einzelnen selber vorhanden. Die hat nicht jemand, der irgendwo hier irgendwas zu sagen hat, sondern die ist in jedem drin. Und darum geht es, die zu entdecken auf diesen Reisen. Ich möchte, dass ihr dann gleich, wenn ich euch in eine Entspannung geführt habe, ein Tier ruft,
was jetzt mit euch hier ist und was euch nach dem Kongress vielleicht wieder nach Hause begleitet und euch vielleicht hilft bei dem, wem ihr von was erzählen sollt, wem ihr vielleicht von verschiedenen Begegnungen oder Erlebnissen erzählen könnt und wem vielleicht nicht. Ihr könnt das Tier alles fragen und ihr könnt das Tier auch immer wiederholen, wenn ihr zu Hause seid oder draußen sitzt oder selbst vielleicht auf dem Bahnhof und die Augen schließt, könnt ihr es bitten zu kommen und vielleicht kommt es. Nur noch eine Bitte, das Tier oder die Tiere nicht als ausführende Kräfte zu verwenden, sondern als gleichberechtigte Freunde, die wir zuerst fragen, was brauchst du? Ja, und dann kann ich vielleicht auch sagen, gibt es etwas, was ich von dir wissen soll? Ja? Vielleicht kommt das jetzt, das, was die Imagination macht, ja, die ist ja lebendig, kannst du nicht vorgeben. Du könntest jetzt sagen, nein, 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 ich hatte ja eben Kraft hier in dieser schamanischen Reise, das will ich jetzt nicht haben, weil jetzt muss ja ein anderes kommen, da steht ja auch ein anderer auf der Bühne. Das kann auch kommen, das ist egal. Ja, vielleicht stellst du es dir vor, vielleicht kommt es von alleine, wenn du die Augen schließt, weil die Imagination, diese Vorstellung, bedeutet nicht, dass du dich jetzt hinsetzen musst und mit deinen Gedanken ein Tier kreierst, sondern du kannst es einfach auch kommen lassen. Jeder hat eine andere Art und Weise. Du kannst es einfach zu dir kommen lassen. Ja? Nichts erzwingen, nichts forcieren, nur den Fokus dort hineinrichten. Ja, dann möchte ich euch bitten, auch erstmal so bequem wie möglich euch hinzusetzen. Wer möchte, kann die Augen schließen. Es ist natürlich immer besser, wenn wir in uns hinein sehen oder hören wollen, die Augen zu schließen. Ja, cool. Dann atme jetzt tief ein und aus. Fühl deinen Körper, wie er auf dieser Unterlage sitzt, dem Stuhl. Fühl dabei auch die Erde, auf der du sitzt, auf der dieser Stuhl ist, dieses Haus, was auf der Erde gebaut ist, die dir Sicherheit gibt, die dich hält. Fühl dabei immer wieder diesen Atem, den Rhythmus, der ganz uralt ist, so alt, vielleicht wie das ganze Universum. Vielleicht kannst du mit dem Rhythmus tanzen oder auf ihm reiten. Und lass dich dabei immer tiefer und tiefer fallen oder sinken. Immer weiter und weiter und spür dabei immer wieder den Rhythmus. Spür auch noch deinen Körper. Wenn du möchtest, kannst du auch Wurzeln wachsen lassen, die dich noch fester verbinden mit der Erde, die dir Halt geben, indem du dich festhalten kannst und die dich Einheit fühlen lassen mit dieser Erde, mit dieser kraftvollen Mutter. Und so lass dich immer tiefer und tiefer in diesen Rhythmus hinein. Immer weiter und weiter. Noch tiefer und tiefer. Genieß diesen Rhythmus, diesen Atemrhythmus. Dieser Rhythmus, der immer bei dir ist, seit du das erste Mal atmest. Und schon vorher, der Rhythmus, der überall ist, in den Gezeiten, in jedem einzelnen Wesen, auf irgendeine Art und Weise, im Wasser, im Wind,
der dich wirklich dein Leben lang begleitet, vom ersten Atemzug bis zu deinem letzten, der nie fragt oder nie sagt, bedank dich bei mir oder irgendetwas möchte. Ganz bedingungslos ist dieser Rhythmus dort. Fühl ihn jetzt also ganz tief und lass dich von ihm tragen. Erlaube dir auch, gehalten zu sein. Von der Natur, von der Erde und auch vom ganzen Universum. Alles ist gerade richtig so, wie es jetzt ist. Nichts müsste verändert werden. Alles ist gut. Gerade am richtigen Ort. Nimm dabei auch alle Gefühle wahr, die durch dich durchfließen. Nimm sie ganz wahr. Und wenn dort Gedanken sind oder Geräusche von innen, dann nimm auch die wahr. Nimm sie einfach nur wahr. Fühl sie. Alle Sensationen, die durch dich durchgehen, lass sie einfach da sein. Wenn Geräusche von außen sind, ist es gut, lass sie da sein. Lass dich einfach weitertragen in diesem Rhythmus, in diesem wunderbaren Rhythmus des Lebens. Wenn du jetzt so in diesem Rhythmus bist und diesen Weg gehst, dann richte dein Augenmerk auf irgendeinen Ort in dir, was auch immer das für ein Ort ist. Aber es ist der Ort, an dem du zu Hause bist, dein Platz, an dem nur das hinkommt, was zu dir gehört. Nur du, niemand, der nicht dort eingeladen ist, kann an diesen Platz kommen. Niemand außerhalb von dir kann an diesen Platz kommen. Es ist dein Platz, dein Zuhause, das du manchmal besuchen kannst, aber du kannst dort natürlich nicht immer verweilen. Suche dir diesen Platz. Lass dir alle Zeit, die du brauchst, dort anzukommen. Alle Zeit der Welt, die jetzt gerade in dir ist. Und wenn du dort angekommen bist, dann ruf tief in dich hinein. Hallo. Ist dort vielleicht das Tier, das mich auf dem Weg über diesen Kongress und wieder nach Hause begleitet? Diese Energie, die da zu mir kommen kann? Ja, frag dein Tier, ob es zu dir kommen möchte jetzt. Und lass auch ihm alle Zeit, die es braucht, zu dir zu kommen. Erzwing nichts. Geh ganz in deiner Zeit. So braucht dein Tier auch seine eigene Zeit. Fühl dabei immer noch den Rhythmus deines Atems.
wenn das Tier bei dir ist oder was auch immer da gerade kommt. Es kann alles sein, von einem Lichtstrahl über einen Stein, ein Tier, ein anderes Wesen, alles, was zu dir kommt. Grüße es. Danke dich bei ihm dafür, dass es jetzt gerade bei dir ist. Sag ihm auch, wie sehr du dich freust, es nach so einer langen Zeit zu sehen, diese Kraft, die da in dir ruht, dieses Wissen oder es zu spüren, in Kontakt zu kommen. Sag ihm auch alles, was du dazu fühlst. Wenn du dich freust, dann sag es ihm. Wenn es dich erschreckt oder du Angst hast, dann sag es ihm auch. Du kannst ihm alles sagen, was du sagen möchtest. Alles, was in dir ist, was du an dieses Tier oder dieses Wesen weitergeben willst. Versuch es nur nicht.